Ein Kurs in Wundern Originaledition, Kapitel 26. Der Übergang. Abschnitt 1. Einleitung. In der sogenannten Dynamik des Angriffs ist Opfern ein Schlüsselbegriff. Es ist der Angelpunkt, an welchem sämtliche Kompromisse und alle verzweifelten Versuche, einen Handel abzuschließen, sowie alle Konflikte ein scheinbares Gleichgewicht erlangen. Es ist das Symbol für das Leitmotiv »Irgendwer muss verlieren«. Dass es sich auf den Körper richtet, ist offensichtlich, denn es ist immer ein Versuch, den Verlust zu begrenzen. Der Körper selber ist ein Opfer, ein Machtverzicht, um ein wenig nur für euch selbst zu retten. Einen Bruder in einem anderen Körper sehen, der getrennt von eurem ist, ist der Ausdruck eines Wunsches, einen kleinen Teil von ihm zu sehen und das Übrige zu opfern. Seht die Welt an. Und ihr werdet nichts erblicken, das mit irgendetwas außerhalb von sich verbunden ist. Alle scheinbaren Wesenheiten können etwas näher rücken oder sich etwas entfernen, doch können sie sich nicht verbinden. Abschnitt 2. Das sogenannte Opfer des Einsseins. Die Welt, die ihr seht, gründet auf dem Opfer des Einsseins. Sie ist ein Bild des vollständigen Uneinsseins und Mangels an Verbindung. Um jedes Wesen ist eine Mauer errichtet, die so massiv erscheint, dass es aussieht, als könne das, was innen ist, niemals nach außen reichen und das, was außen ist, niemals das erreichen und sich mit dem verbinden, was innerhalb der Mauer weggeschlossen ist. Jeder Teil muss den anderen opfern, um sich selbst vollständig zu erhalten. Denn wenn sie sich verbänden, würde jeder seine Identität verlieren und durch ihre Trennung werden ihre Selbste beibehalten. Das Bisschen, das der Körper einzäunt, wird zum Selbst, das durch das Opfer alles Übrigen erhalten wird. Und alles Übrige muss diesen kleinen Teil verlieren und unvollständig bleiben, um seine eigene Identität intakt zu halten. In dieser Wahrnehmung eurer selbst wäre der Verlust des Körpers für wahr ein Opfer. Denn Körper zu sehen wird zum Zeichen, dass das Opfer begrenzt ist und doch etwas für euch alleine übrig bleibt. Und damit euch dieses Wenige gehöre, werden allem Äußeren Grenzen auferlegt, wie auch allem, das ihr als euch zugehörig anseht. Denn Geben und Empfangen sind dasselbe. Und die Grenzen eines Körpers akzeptieren, heißt diese Grenzen jedem Bruder auferlegen, den ihr seht. Denn ihr müsst ihn sehen, wie ihr euch selber seht. Der Körper ist ein Verlust und kann dazu gebracht werden, zu opfern. Und all dieweil du deinen Bruder als einen Körper siehst, von dir getrennt und separat in seiner Zelle, forderst du von ihm und dir ein Opfer. Welch größeres Opfer könnte wohl gefordert werden, als dass der Gottessohn sich ohne seinen Vater wahrnimmt und dass sein Vater ohne seinen Sohn sei? Doch jedes Opfer fordert, dass sie getrennt und ohne den anderen seien. Die Erinnerung an Gott muss verleugnet werden, wenn irgendjemandem ein Opfer abverlangt wird. Welches Zeugnis für die Ganzheit des Gottessohnes wird in einer Welt von separaten Körpern gesehen, wie sehr er die Wahrheit auch bezeugt? Er ist unsichtbar in einer solchen Welt. Und sein Lied der Vereinigung und der Liebe kann gar nicht gehört werden. Und dennoch ist es ihm gegeben, die Welt vor seinem Lied weichen zu lassen und seine Sicht an die Stelle der Augen des Körpers zu setzen.
Diejenigen, die die Zeugen für die Wahrheit sehen möchten, anstatt derer für die Illusion, bitten nur darum, einen Zweck in dieser Welt zu sehen, der ihr Sinn gibt und sie bedeutungsvoll macht. Ohne eure besondere Funktion hat diese Welt für euch keine Bedeutung. Sie kann indes ein Schatzhaus werden, das so reich und grenzenlos ist wie der Himmel selbst. Kein Augenblick vergeht hier, in welchem eures Bruders Heiligkeit nicht gesehen werden kann. Um jeden mageren Brocken und winzig kleinen Krümel Glücks, den ihr euch selber zugesteht, einen grenzenlosen Vorrat beizufügen. Ihr könnt das Einssein aus den Augen verlieren, doch könnt ihr dessen Wirklichkeit nicht opfern. Auch könnt ihr nicht verlieren, was ihr opfern möchtet, noch den Heiligen Geist an seiner Aufgabe hindern, euch zu zeigen, dass es nicht verloren ist. So hört denn das Lied, das euch euer Bruder singt, und lasst die Welt weichen, und gönnt euch die Ruhe, die sein Zeugnis für den Frieden bietet. Beurteilt ihn aber nicht, denn sonst werdet ihr kein Lied der Freiheit für euch hören, noch sehen, was ihm gegeben ist, auf das er es bezeuge, damit ihr es sehen und mit ihm frohlocken möget. Opfert nicht seine Heiligkeit eurem Glauben an die Sünde. Ihr opfert eure Unschuld mit der seinen und sterbt jedes Mal, wenn ihr eine Sünde in ihm seht, die den Tod verdient. Doch jeden Augenblick könnt ihr wiedergeboren und kann das Leben euch wiedergegeben werden. Seine Heiligkeit gibt euch das Leben, der ihr nicht sterben könnt, weil seine Sündenlosigkeit Gott bekannt ist. Und sie kann genauso wenig von euch geopfert werden, wie das Licht in euch ausgelöscht sein kann, bloß weil er es nicht sieht. Ihr, die ihr das Leben opfern und eure Augen und Ohren Zeugnis für den Tod Gottes und seines heiligen Sohnes ablegen lassen möchtet, glaubt nur nicht, dass ihr die Macht habt, etwas aus ihnen zu machen, wovon Gott nicht wollte, dass sie es seien. Im Himmel ist der Sohn Gottes nicht in einem Körper gefangen, noch wird er in Einsamkeit der Sünde geopfert. Und so wie der Himmel ist, so muss er ewig sein und überall. Er ist ewig derselbe. Jeden Augenblick von neuem geboren, von der Zeit unberührt und völlig unerreichbar für jedes Opfer von Leben oder Tod. Denn keins von beiden machte er, und eins nur wurde ihm von dem gegeben, der weiß, dass seine Gaben niemals Opfer und Verlust erleiden können. Gottes Gerechtigkeit ruht in Sanftmut auf seinem Sohn und bewahrt ihn sicher vor jeder Ungerechtigkeit, die die Welt ihm auferlegt. Wäre es möglich, dass ihr seinen Sünden Wirklichkeit verleihen und seines Vaters Willen für ihn opfern könntet? Verurteilt ihn nicht dadurch, dass ihr ihn in dem vermodernden Gefängnis seht, in welchem er sich selber sieht. Es ist eure besondere Funktion, dafür zu sorgen, dass die Tür geöffnet wird, damit er hervortreten möge, um auf euch zu leuchten und euch die Gabe der Freiheit zurückzugeben, indem er sie von euch empfängt. Was ist des Heiligen Geistes besondere Funktion außer dieser, den Heiligen Sohn Gottes aus der Gefangenschaft zu befreien, die er gemacht hat, um sich von der Gerechtigkeit fernzuhalten? Könnte eure Funktion eine Aufgabe sein, die losgelöst und getrennt von seiner eigenen ist?